Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer aus der Vergangenheit. Heute bin ich wieder aus der Zukunft zu euch zurückgereist und möchte mit euch diese Billigbremse testen, die ich auf Amazon für 30 Euro gekauft habe. Lest mal, Scheibenbremsen, Hebel, hydraulische, vorne, Fußbremshebel. Also das sind Fußbremshebel für das Mountainbike. Ich bin schon sehr gespannt und denke, dass sie gar nicht so schlecht sein wird, denn ich werde das Ganze mit einer der besten Bremsscheiben testen, und zwar die Galfa Bremsscheibe. Die habe ich auch schon 2019 testgefahren, also bevor ich die Kooperation mit Shimano hatte. Und diese Scheiben sind auch sehr, sehr gut, funktionieren sehr gut. Und ich denke, dafür haben wir bis auf die Belege, ja, man könnte hier noch bessere Belege drauf machen, aber wir wollen ja die Bremse so testen, wie sie ist. Na, aber mit Belegen könnte man das Ganze noch ein bisschen tunen. Und ich möchte das Ganze auf meinem Levo SL testen. Und zwar geht es einfach darum, dass ich das auf dem Stumpjumper nicht testen kann, weil auf dem Stumpjumper, Moment, auf dem Stumpjumper habe ich ja den Shimano Sattelstützenhebel, also hier so einen, und da wird das mit dem Mount nicht funktionieren. Also müsste ich extrem rumbasteln, und hier bei dem Levo SL ist eh schon dieser Mount drauf, das heißt, da brauche ich gar nicht dran zu gehen, sondern kann einfach die Bremse austauschen. Und ja, das Ganze werde ich nur auf der Vorderradbremse testen, weil auf dem Vorderrad ich am meisten mit der Bremse arbeite und am meisten Feedback da habe. Die Bremse hat eine Hebelweitenverstellung, sonst kann man hier nichts einstellen, und ist eine Zwei-Kolben-Bremse. Ich würde sagen, wir bauen sie einfach mal dran und machen uns dann los auf die erste Ausfahrt damit. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, und ja, ich sage jedes Mal und los geht's. Es ist einfach so voll unnötig drin. Okay, los geht's. An der Stelle muss ich nochmal anmerken, zu dieser Brille hat mich der Lowy inspiriert. Mit dem Lowy spiele ich ab und zu Call of Duty. Wenn ihr auch Call of Duty spielt und ihm mal zuschauen möchtet, er streamt auch. Link zu seiner Instagram-Seite oder auch zu seinem Twitch-Kanal in der Videobeschreibung. Die Leitung ist etwas zu lang, aber ich werde es jetzt nicht kürzen, werde die gleich hier einfach befestigen, dass das für den Testzeitraum geht. Ich denke, das ist kein Problem. Man kann sie auch entlüften. Also hier sieht man, da ist eine kleine Schraube, und am Sattel ist auch das Gleiche. Ich weiß jetzt nicht, was das sein wird. Ich weiß noch nicht mal, was da für eine Flüssigkeit drin ist. Eine Anleitung oder irgendwie eine Verpackung war da auch nicht mit dabei. Das war einfach in so einer Tüte drin, vielleicht auf der Herstellerseite. Das ist eine Zoom-Bremse. Vielleicht gibt es da mehr Infos, aber ich probiere das jetzt so erstmal aus. Ich denke, das wird auch funktionieren. Das habe ich jetzt voll komisch betont. Ich denke, das wird so auch funktionieren. Jetzt habe ich es wieder genauso. Egal. Also ich möchte die Bremse gar nicht runter machen. Ich finde es cool, dass es so günstige Sachen gibt. 30 Euro bin ich auch bereit, sowas zu testen. Und wenn ihr euch noch an mein Specialized Status Bike erinnert, da haben mich viele gefragt, warum ich da nur SLX drauf gemacht habe. Also Shimano SLX Komponenten. Und zwar wollte ich das Bike so günstig wie es geht, also mit guten Komponenten, aber so günstig wie es geht aufbauen. Und deswegen hatte ich da SLX Komponenten eingebaut. So, und jetzt müssen wir gucken, wie wir das mit der Leitung hier machen. So, ich probiere es mal hiermit. Das sind so Leitungshalter. Ja, ich mache das anders. Und zwar machen wir das mit dem Spiralband hiermit. Im Spiralband, also das, was ich auch hier habe, das wickele ich da drum. Ich
Wer von euch auch so ein Spiralband sucht, Link dazu und auch ein Link zu der Bremse in der Videobeschreibung. Wie gesagt, habe ich bei Amazon gekauft, auch das Spiralband. Wenn ihr nach dem Spiralband ein bisschen googelt und sucht, die gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich weiß aber nicht, wie dann die Qualität ist. Also das, was ich euch da in der Videobeschreibung verlinkt habe, ist genau das, was ich hier habe. So, okay. Das sieht extrem bescheuert aus, aber das passt, denke ich. Darf mich nur nicht hier irgendwo einhaken. Tja. Ich würde sagen, wir machen uns los, oder? Alter, warum rede ich heute wie im Film? Ich habe hier Klamotten vom Vergangenheits-Leocast gefunden. Der ist jetzt gerade nicht da, aber der Björn ist da. Und der wird uns heute auf der Tour begleiten. Ja, der Björn hat halt kein E-Bike, deswegen werden wir heute eine E-Mountainbike-Tour. Also ich werde mit dem Levo SL fahren, aber komplett ohne Unterstützung. Wegen dem Björn. So, also entweder wir fahren jetzt The Uphill of Death. Ja. Es gibt nur einen einzigen Menschen, ja, der den geschafft hat, der Christian, mein Fotograf. Oder... Sieht cool aus. Ja, hier sterben wir langsamer. Okay. Der Tod erwartet uns hier also auch. Können wir es mehr genießen. Genau. Ja, hier ist auch schöner. Hier müssen wir gleich schieben, erst recht, wenn ich hier den Motor nicht benutzen darf. Zum Beweis werde ich das Stückchen jetzt mal mit Motor fahren, damit man hört, dass ich heute wirklich ohne Motor fahre. Bis auf hier, damit man den Sound hört. Ich muss den Test aber bis oben hin jetzt durchführen. Ja, man hört es ganz deutlich, wenn ich auf Tour mache und auch auf Echo. Ja, aber heute machen wir ohne, beziehungsweise mache ich ihn komplett aus. Also nicht, um es irgendwie zu beweisen, sondern halt nur wegen dem Gucki, weil der ohne E fährt. Deswegen mache ich dann eine E-Mountainbike-Tour ohne E-Antrieb heute. Ne, Bad Schwalbach war schlimmer. Ich habe das gar nicht im Video erzählt, die Tour in Bad Schwalbach. Wir waren übelst beide tot, weil wir hatten halt nur den einen Riegel, den ich gegessen habe. Hatten irgendwann kein Wasser mehr, weil wir uns total verschätzt haben mit der Tour. So, jetzt ist die GoPro abgeschmiert, hat bei 18 Sekunden einfach Stopp gemacht und das war gerade die erste Abfahrt. Die Bremse geht noch überhaupt nicht, also ich muss hier noch stark einfahren, da passiert noch absolut gar nichts. Einbremsen, fahren, Bremse ziehen, dann wieder loslassen, antreten, Bremse ziehen, langsamer werden, dann wieder loslassen. Niemals beim Bremsbeläge oder Scheiben einfahren. Bis zum Stillstand bremsen oder blockieren. Sollte man nicht machen. Wir fahren gleich direkt einen Spitzkern-Trail. Und da brauche ich eigentlich die Vorderbremse. Hier bin ich gespannt, ob sie gleich schon einsatzfähig ist. Boah, die bremst überhaupt nicht. Boah! Da passiert gar nichts. Okay, das ist ein bisschen gefährlich, muss ich sagen. Wenn die Bremse nicht funktioniert, also immer gut einfahren. Guck damit noch nicht mal das Hinterrad hoch. Also es ging jetzt, aber nur durch so einen leichten Hüftschwung und entlasten. So. Also es ist jetzt nur Vorderradbremse. Ich ziehe richtig kräftig dran. Jetzt muss ich bei den Hinterradbremsen zum Einsatz bringen. Sonst werde ich hier zu schnell. Ja, da passiert noch gar nichts.
Das Ding ist, ich weiß ganz genau, wenn man da andere Belege reinmacht, dann wird die gut funktionieren. Glaube ich auch. Dafür musste man aber die Belege rausholen und gucken, was sie für eine Bauform haben, weil da war keine Einleitung, gar nichts dabei. Die war einfach in so einer Tüte drin. Weißt du, wie wenn du Klamotten zugeschickt bekommst? Ja, gar nichts dabei. Zwei Schrauben waren dabei. Hallo. Ja, liebe Zuschauer, der Lidl-Tommy. War mal Lidl oder Rewe-Tommy? Bei dir der Rewe-Tommy, bei der anderen der Lidl-Tommy. So. Ich bin da flexibel, weißt du, man muss heutzutage flexibel sein. Ne? Das ist aber nicht Alte Burg, was wir fahren. Nein. Krass, warum kannte ich das noch nicht? Alte Burg immer. Ja, Singofen runter. Ja, ist doch andere Seite. Krass. Weißt du? Ja, der Tommy heute dabei, das erste Mal. Du musst ja noch mit dem Piet eine Runde fahren. Ja. Weil der hat noch was anderes jetzt. Ja, hat er eben geschrieben. Noch was Neues. Ja, ja, ja. So, schaut mal hier. Na. Home Valley Alpen. Gravity Alpen. Auch hier sind die Orks früher schon lang gegangen. Deswegen sind die Bäume auch so hoch. Für Menschen würden die ja viel tiefer hängen. Und für die Orks sind sie halt extra höher gesetzt. Okay, das ist auch ein krasser Trail hier, darf man nicht unterschätzen. Also der Tod ist. Der Tod fährt mit. So, ich lasse euch mal ein paar Uphill-Szenen mit Musik genießen. Nee, anderes Lied. Nächstes. Ja, das ist gut. Hier, das ist der Trail. What? Alter! Krass. Was? Ja. Was kann man da reinlegen? Gib mal deine Banane. Legen wir hier rein. Ja, das ist cool. Nur leider hält das nicht. Das ist halt ärgerlich, dass sowas direkt kaputt gemacht wird, ne? Oder halt geplündert. Oh, Kiste aufmachen, alles rausholen. So. Krass! Okay, das ist mit dem Holz ein bisschen tricky. Das heißt, safe Vorderrad da hinsetzen, umsetzen und dann runterfahren. Da nicht wegrutschen mit dem Kopf hier drauf. Nicht gut. So, ich gehe mal hier um die Ecke und schau mal, wie es da unten aussieht. Ja, mega, das ist wie so, wirklich wie so ein Schatz, den man findet. Das ist direkt daheim, weißt du, wie im Garten vergraben. Und dann findet man tatsächlich noch was Krasses. Und dann ist das hier einfach ein Trail. Das ist unglaublich. Und was für Kehren. Alter, ich kann es nicht glauben, echt. Ready? Ja. Darf ich mit zwei Fingern bremsen? Klar. Bis dahin komme ich gar nicht, weil da der Holzsteg ist. Deine Banane. Zum dritten Mal heute. Oh, jetzt ist er auch auf hier. Alter. Guck mal, wenn du jetzt hier ankommst, versuch mal, wenn du hier schon hochfährst, dann hier oben, also immer an der Kante entlang fährst, bis hierhin und dann hier vor, dass du hier stehst, dann so ein bisschen versetzen und dann hier rum. Ja, okay. Dass du also versuchst mehr die Kurve zu fahren. Genau. Ja. Ja, ja, ja. Jawohl. Yes. Yes. Aber das war jetzt so easy way. Björn, vielen Dank für den Tipp. Ich hätte das niemals so gemacht. Ich hätte aufs Verrecken jetzt weiter versucht, das Hinterrad drauf umzusetzen. Ja. Aber ich denke, wenn es trocken ist, geht das auf jeden Fall. Aber du fährst halt über das Holz, rutsch erstmal weg, genau. Verlierst den Halt. Mega. Also es kommen ja noch mehr Kehren, es sind insgesamt 12. Das waren jetzt 2, wenn die erste mitgezählt wird. Und wenn da jetzt noch mehr solche Balken kommen, werden wir jetzt nicht nochmal weiter rumprobieren, sondern wenn wir es beim ersten Mal nicht schaffen, dann weiter durchfahren. Aber der Björn hat jetzt auf jeden Fall seine Chance,
hier die zu schaffen. Was hast du da mitgenommen? Was hast du da mitgenommen für den Ast? Björn hat halt das zusätzliche Problem oder das zusätzliche Handicap, dass er halt sau groß ist und immer XL-Rahmen fährt. Und schaut mal, wie groß das Bike ist. Das passt hier gar nicht aufs Bild drauf. Ja, das ist dann natürlich schwieriger bei Hinterrad umsetzen, bei Spitzkern, als wenn du ein kleines Bike hast. Aber es geht auch und der Björn schafft das auch. Do it, Björn! Wir haben da einen Notfallkasten, wenn was passiert. Wir haben da einen Notfallkasten, wenn was passiert. Ich glaube an dich. Jawohl, jawohl! Das sah gut aus. Jawohl, jawohl, das sieht sehr gut aus. Sehr gut! Jawohl! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Lass bloß kommen. Ah! Ja. So, Björn, ich mach jetzt voll die geile Aufnahme. Du musst es schaffen. Ich hab nachgeschaut, was das ist. Yes, lass kommen! Nein! Das war richtig gut! Das ist ein Adler. Adler! Lass bloß kommen jetzt! Jawohl! Yes! Alter Björnovic. Das war mega nice. Mega. Mit so einem riesen Bike, Alter. Boah. Alter Vater. Das war der Adler, der hat dich gerufen. Der Ruf des Adlers war. Ja. Der hat mich noch mal ein bisschen bestärkt. Wenn wir so mit dem Kleinwagen um die Ecke fahren, er kommt mit dem Cadillac da mal. Ja, ja. Ich weiß nicht, wir waren bestimmt 2 Stunden lang hier. Das ist schon nächster Tag, deswegen scheint die Sonne. Mai, oder? Mhm. Wir haben so lange gewartet, dass wir schon wieder in der Zukunft waren. Nee, ja, ja. Also hier an der Stelle Bananenschalen darf man nicht im Wald liegen lassen, weil wenn die Rehe das fressen, so viel ich weiß, können die das nicht verdauen und die kriegen dann Bauchschmerzen oder können daran sterben. Deswegen unbedingt mitnehmen. Ja, jetzt gehen aber die Bremsen einigermaßen. Also, die haben natürlich nicht die Bremspower. Also ich muss hier richtig ziehen. Die Bremspower von, ich sag mal, normalen Bremsen. Aber es geht. Dann wird das hier alles zu langsam, zu lange. Ich fahr schon mal durch. Boah. Boah, ich habe jetzt voll Angst gehabt, dass ich da hinterher an die Felsen komme. Ein bisschen Trail genießen. Boah. Vorderradbremse. Boah. Na komm, hab ich's noch? Scheiße. Weiter geht's, nichts passiert. Naja, also hier müssen andere Belege rein. Müssen andere Belege rein und dann denke ich, geht die Bremse ganz gut. Oh. Okay, das ist ein bisschen. Das könnte gehen. Aber ich hab Schiss, wenn ich hier anfahre und rutsche hier. Nee, nee. So, liebe Zuschauer, wisst ihr, was wir jetzt machen? Da wir heute mit dem E-Bike unterwegs sind. Hallo, Share the Trails.
Share the Trails. Gut, dass wir den ausprobiert haben. Ja, ein gleich Hütten-Challenge, gell? First try, rein, weil das sind zwei hohe Stufen. Björn, rein. Und wenn wir drin sind, ich fahre zuerst rein. Und dann warte ich auf dich. Und wenn du da bist, machen wir dibi-dibi-dub. So, und jetzt warte ich hier auf den Björn, bis er auch hier oben ist. Dann machen wir 360 Grad dubi-dubi-dub. Jawohl. So, aber warte, nein. Okay, auf die Seite. Okay, komm. So, und jetzt dubi-dubi-dub. Ach so. Wir machen Kreis, okay. 360 Grad. Okay, und runter. Yes. Okay, Challenge, auf die Brücke drauffahren und Vorderradbremse ziehen. Ich mache jetzt nochmal so eine Szene mit Musik. Alter, schöne XD-Schaltwerk. Ich leide eins von mir aus. Der Björn ist hier gefahren, auf einmal hat es voll geknallt. Und dann hat sich das Schaltwerk hier eingehakt. In der Kassette, ich hoffe die Kassette ist ganz. Kette gerissen und Schaltwerk hin. Und jetzt schrauben wir ab. Ja. Leitung raus. Da geht er eh nur noch runter. Krass. Nein, gar nichts. Guck mal, wie das aussieht. Ja. Vielleicht ist auch die Kette durch irgendwas hängen geblieben. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Meine Kette kannst du noch verwenden, wahrscheinlich, aber. Ja. Ein neues Ding reinmachen. Jetzt bräuchte ich nur irgendwas zum. Ja, schmeiß bei mir hin rein. In das Dings, das lockere Fach. Ja. Weißt du was, Björn? Jetzt habe ich leider mein Abschleppseil nicht dabei. Aber jetzt kann ich meinen E-Motor anmachen. Ja. Und dann hängst du dich an mich ran. Dann ziehe ich dich. Warte, weil ich halt nicht. Halt hier im Gurt. Irgendwo. Ja. Okay. Und. Los geht's. Oh, ist das schwer. Jetzt haben wir eine kleine Planänderung, weil eigentlich würden wir jetzt da weiterfahren auf einen Spitzkern-Trail wieder zurück mit dem Tommy. Aber mit dem Björn seinen kaputten Schaltwerk können wir dann nachher die ganzen Waldwege und Hügel nicht so gut fahren. Also ich müsste die ganze Zeit ziehen und das würde dann ja, ein bisschen zu lange dauern und deswegen werden wir das jetzt mit dem Bremsentest ganz gut kombinieren. Und zwar werden wir gleich auf der Straße runterfahren, da geht es die ganze Zeit bergab und da kann ich die Bremse nochmal richtig einfahren oder sogar auch schauen, was man mit der Bremse ist, wenn sie richtig heiß wird. Und denke, spätestens dann ist sie auf jeden Fall eingefahren und dann ist auch der Test für dieses Video komplett. Ich will der Bremse definitiv die Chance geben, das Beste aus ihr, sag ich mal, rauszuholen. Und dann müssen andere Beläge drauf, weil die Beläge sind das Problem gerade. 28 Kilometer. Ja. Dann vergiss nicht, das Schaltwerk zu waschen. Oh, da fehlt ja was. Heute ist schon der nächste Tag und mein Feedback zu der Bremse mit den originalen Belägen, mit Galferscheibe,
taugen die Bremsen gar nichts. Also selbst nachdem wir den langen Berg runtergefahren sind, spätestens da hätte ich die Bremse richtig gut einfahren können. Trotzdem hat sich die Bremspower seit dem ersten Trail, den wir runtergefahren sind, nicht wirklich verändert. Und wie gesagt, ich möchte der Bremse wirklich eine Chance geben und werde jetzt aber den Test noch ein bisschen weiterziehen, werde die Belege rausholen, werde nachschauen, was das für Belege sind. Dann werde ich gute Belege bestellen, die draufpacken und dann nochmal testen, dafür aber nicht weiter ein Ride-Video machen, sondern werde es für mich kurz testen, ein paar Stunden. Und dann gibt es ein Feedback, ob diese Bremse mit anderen Belegen besser funktioniert. Ich habe jetzt leider keine ordentliche Zange. Ich muss mich hier ein bisschen abquälen mit der dicken Zange hier. Dann können wir hier das rausziehen. So schauen die Belege aus, kommen mir bekannt vor. Das sind tatsächlich Shimano XTR Saint Belege, also wahrscheinlich irgendwelche alten Shimano Bremsen. Und die werde ich jetzt bestellen. Das sind hier organische Belege von Reverse. Ich wollte eigentlich welche von Galfa, habe sie aber nicht gefunden. Deswegen packe ich die in den Warenkorb. Wenn sie da sind, werde ich sie aufs Bike schrauben, nochmal testen und dann kommen wir gleich, denke ich, direkt in den nächsten Clip zum endgültigen Feedback, wie die Bremsen funktionieren. Ich blende euch noch ein paar Szenen ein, ob ich damit auch einen anständigen Stoppi zum Beispiel schaffe. Und dann haben wir auch ein gutes Ergebnis mit der Bremse. Oder halt nicht. Bin gespannt. Ja, wie ich vermutet habe, ist dieser Spind nicht mit dabei. Deswegen habe ich ihn mir hier aufgehoben. Ja, was ist denn los heute mit der Kamera? Im Urlaub oder was? Das ist es blind. So. Das blind ist drin. Müssen wir da hinten. Oh, oh, die Tür kommt. Glück gehabt. Jetzt kommt noch die Sonne raus, ey. So, liebe Zuschauer, ich möchte das Video nicht noch länger machen, deswegen kommen wir jetzt direkt zum Feedback. Ich habe die Scheibenbremsen und die Belege jetzt aufeinander eingefahren auf einer Tour, die habe ich euch nicht gefilmt, aber heute halt auch nochmal gefahren und wie ihr gesehen habt, kann ich jetzt intuitiv mit der Bremse arbeiten, dass ich das Hinterrad umgesetzt bekomme, ohne da komplett zu verkrampfen, so wie das mit den originalen Belegen war. Es könnte sein, dass es mit einer anderen Scheibe mit den originalen Belegen auch so gut klappt. Bei mir hat es nicht funktioniert an dem Tag. Also am Anfang des Videos habt ihr es auch gesehen. Hat es geregnet, war es feucht. Vielleicht hat das auch noch mitgewirkt, dass die Belege nicht so richtig wollten. Jetzt funktioniert es aber ganz gut. Feedback zu der Bremse. Natürlich hat die Bremse nicht so viel Bremspower wie andere Bremsen, die ich gefahren habe. Also auch ganz günstige Standardbremsen, die auf einem 450-Euro-Bike verbaut sind, zum Beispiel von Shimano, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, BR irgendwas, ich weiß gar nicht, was für eine Bezeichnung das war. Die Bremsen sind auf jeden Fall besser als hier die Zoom. Allerdings kosten die Zoom-Bremsen 30 Euro und das ist wirklich eine Ansage als Update, erst recht für jemanden, der vielleicht Scheibenbremsanlagen mit Seilzug fährt, dann hier auf die hydraulischen zu switchen, kann man auf jeden Fall machen. Auch ein optischer Update, die Bremsen gibt es in verschiedenen Farben. Das Video ist nicht in Kooperation mit Zoom oder Amazon entstanden. Ich habe die Bremsen mir selber gekauft für ein lustiges Video zusammen mit euch. Ich wollte es mal testen. Mittlerweile habe ich auch schon gesehen, dass in den englischsprachigen YouTube-Kanälen diese Bremse auch schon mehrmals getestet wurde. Da ist sie auch recht okay ausgefallen, möchte ich aber auch so sagen, geht. Aber ist jetzt für niemand etwas, der sagt, hier, ich hole mir jetzt, also ich fahre hier Shimano, Magura oder was weiß ich sonst was und ich hole mir jetzt die Zoom-Bremsen, weil die top aussehen. Das macht lieber nicht. Die Bremspower ist nicht
nicht so stark. Vielleicht mit anderen Scheiben, mit anderen Belägen würde es noch besser funktionieren, aber so viel schon mal zu meinem Test. Wenn ihr noch mehr Videos von mir sehen möchtet, wenn ihr mich nicht schon abonniert habt, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Glocke an, damit ihr Bescheid bekommt, wann ein Video online kommt. Kommt aber eigentlich immer sonntags um 9 Uhr oder wenn was dazwischen ich produziert habe, dann auch an einem Donnerstag um 18 Uhr. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.